Und weiter geht's mit Assassin's Creed Revelation und das ein Bürger, dem wir helfen können, auf Worklong. Ihr verfluchten Diebe, ihr habt mich ruiniert. Ich hoffe, die Janitscharen reißen euch die Augen raus und schlagen eure Hände ab. Signora, was beunruhigt euch? Diese Schurken da. Sie griffen mich zu Hause an und raubten all meinen Besitz. Bitte, helft mir. Okay, dann kann ich den Schatz nicht nehmen. Die Akrobatin, eine geschickte junge Frau, wird ohne Grund von den Wachen schikaniert. Beschützen Sie sie. Ich sehe nur ein Problem in der ganzen Sache. Mein Templer stand. Und tschüss. Ich verdanke euch bereits mein Leben, Effendim. Doch ich habe noch eine Bitte. Folgt ihr mir? Na klaro. Wohin? In mein Geschäft, wo diese Männer mich zuerst angriffen. Ich fürchte, sie haben alles gestohlen oder zerstört, was ich besaß. Geht vor. Ja, dann geh vor. Auf jeden Fall nach dieser Mission Templerstand verringern. Definitiv Templerstand. Suchstatus, Templerstand, wenn ich das immer verringern, ist Welt voll. Und dass eine Feste angegriffen wird, ist beschissen dann. Und unnötig. Und hoch mit dir, brave Ezio. Oh, wie die rumstöhnt. Auch das ist natürlich eine Amtsperson gerade in der Nähe. Das würde alles viel leichter machen. Sie sind noch hier! Raus, verfluchte Diebe! Raus aus meinem Geschäft! Ja, ich bin da schon dabei, im Zielgebiet zu bleiben. Und auf Wiedersehen. Sprechen. Ihr habt mir sehr geholfen, Effendim. Es tut mir leid, dass ich euch im Gegenzug nur meine Hochachtung bieten kann. Ihr schuldet mir nichts. Doch ihr könntet euer Talent den Assassinen zur Verfügung stellen. Ihr könnt gut klettern und würdet sicher viel dazulernen. Ach. Ich danke euch für diese Offerte. Wirklich. Assi Elef ist den Assassinen beigetreten. Und da ist ein netter Templer. Agent, Amtsperson, die ich unbedingt erledigen möchte, aus dem Grund, dass mein Stand dann runtergeht. Der passt hier nicht her. Ja. Und bang, bang. Komm. Und runter. Und tschüss. So haben wir den Herold in der Nähe. Hoppala. Ich wollte auf die Karte, nicht ins Hauptmenü. Da kommen wir noch nicht hin. Da ist noch ein Aussichtspunkt, den wir machen. Ganz schön viel aufgedeckt schon auf einer Karte. Ich hoffe, dass ein Herold unterwegs ist. Bitte Gott, steh mir bei. Es wäre sehr schön, wenn ein Herold dazwischen ist. Und hoch und rüber und hier hoch. Equis, pass auf, ja? Und hoch. Über kleine Heiger Sophia. Komme ich hier hoch? Und ja. Läuft. Und noch eins höher. Und nach links. Und hoch mit uns. Kletter.
Da ist auf jeden Fall wieder was zum Rauben. Was haben wir jetzt Schönes? Ist Geld? Nein, Bombensachen natürlich. Was denn sonst? Hier ist nichts drauf. Gut. Und rauf mit uns. Und synchronisieren. Schön. 15 von 22. Jetzt heißt es nur noch einen Herold finden. Das wäre außerordentlich nett. Er wird sich umbringen. Nö, werden wir uns nicht. Nicht mehr. Schon passiert, dass ich irgendwo runtergesprungen bin. Tot bin, aber ich versuche es zu verhindern. Und hoch hier. Oh, ich drücke jetzt immer Start, wie in der Karte. Von wegen Infamous, Mann. Da ist noch ein Assassinen-Rekrut, den wir nehmen können. Und rechts von uns ist ein Herold. Dann gehen wir erstmal zu dem Herold. Lasst euch nicht von großen Geschichten der Ehre. Falsche Auffassung von Recht. Und bestechen. Es ist hoffentlich nicht das, was... Nicht bei einer Bombenwerkstatt normalerweise auch ein Assassinen-Ding. Ja. Dann schicken wir mal uns Assassinen los. Oh, ich krieg Geld. Warte, Assassinen, da kann ich jetzt noch ein paar Punkte verteilen. Nee, kann ich gar nicht. Militärische Verteidigung. Du willst dahin, ne? Du willst dahin, ne? Du willst dahin, ne? Ich guck mir jetzt gar nicht an, ich guck nur auf die Schwierigkeit. Du gehst zusammen mit dem dahin, das wird aber nichts. Euch kann ich da nicht hinschicken, weil ihr nicht die Waffen dafür habt. Die schicke ich dahin, ne? Und die schicke ich dahin, ne? Auf Wiedersehen. Schön. Dann wäre das auch erledigt. Wurde sich gewünscht, dass die Assassinen doch im Let's Play hochleveln, nicht offscreen. Wird gemacht. Auch wenn ich mir gar nicht die Mission angucke, aber... Den Bürger helfen. Tritt langsam zurück, klar? Wird gemacht. Eins, zwei, drei und vier. Und sprechen. Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Radu Iaga ist den Assassinen beigetreten. Schön. Dann gehen wir hier lang. Lalalala. Oh, wir haben 1000 Geld. Weiter geht's. Da ist noch jemand zum Retten. Retten. Das wird natürlich auch gemacht. Luftattentat. Schon mal zwei weg. Und so mit dem Bürger reden. Mann, nerv nicht. Vom Dach runter. Ihr seid nicht allein, Arkadashim. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. So.
Vedi Rezat ist den Assassinen beigetreten. Dann haben wir erstmal wieder alle voll rekrutiert. Voll rekrutiert, also alles, was möglich ist an Rekruten, haben wir. Darum ist ein Annehmungsfragment. Möchte ich aber nicht haben. Eber bietet jetzt den Todessprung aus. Da ist ein Herold, passt der optimal, wo unser Level schon wieder gestiegen ist. Dann komm her. Danke. Schön, 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 schön. Wie schreien die denn alle hier rum, Alter? Wieso noch so ein Irrer? Hast du schon heute einen Klettern gesehen? Dann verstehe ich die Aussage nicht. Bank. Natürlich nicht genügend Geld. Na ja, klar. Ist ja immer so. Da kaufen wir halt die Arztpraxis. Mann. Dass Banken immer so teuer sein müssen. Kapiere ich nicht. Vertraut der Pflege, die ich bieten kann, gute Leute. Und das Assassinen-Level geht wieder nach oben. So schön, wenn man Geschäfte kauft, kriegt man auch automatisch Assassinen-Level, Templar-Status. Im schwarzen Markthändler möchte ich nicht einkaufen. Warum ich hier langlaufe, einfach zu gucken, ob ich irgendwas mitmachen kann. Oh. Bei der nächsten Folge machen wir dann wieder Missionen. Weil die nehme ich ja erst heute Abend aus. Hihihi. Ist alles nur gerade zwei Folgen, damit ich nicht in den Stress gerate. Oh, ich muss noch rendern. Scheiße, scheiße, scheiße. Ein wenig vorproduzieren. Mache ich sowieso schon die ganze Zeit. Schön. Ich kenne den Mann. Halt! Kommt her, Fremder! Hey, ihr da! Halt! Haltet ihn auf! Das ist doch kein Templer, oder? Ah, tötet ihn! Ich sehe ihn nicht! Da! Da! Mann! Alter! Mission Ehekrach war erfolgreich. Ich möchte gern zu dem Herold. Ich glaube, hier ist ein Templerfeste. Ja, da ist eine Feste. Beziehungsweise Assassinenfest, die von Templern übernommen worden ist. Schön. Dann gehen wir nochmal kurz an den Assassinenschrank, der hier hinten ist. Hey, das war voll beleidigend, das tut weh. Na, da unten ist es. Sie ist dunkeln. Oh Gott, höre ich mich heute beschissen an. Oh, ein bisschen was. Ja, nee, Assassinen-Leveln. Ein Rüstungspunkt. Ach, egal. Ich beende jetzt hier die Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.